Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen zur zweiten Folge heute hier am Sonntag. Natürlich erstmal allen schönen Sonntag und wir müssen ja Heu einsammeln. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ich meine, eigentlich fehlt uns das jetzt noch, wenn natürlich naja, 1977, weiter steigt der Milchpreis nicht. Jetzt könnten wir uns zerteilen, ne? Ganz so schlimm wird es nicht. Wir werden den Träger rüberfahren, wir werden, unser Fass ist ja schon voll mit Milch, das werden wir hochfahren, die Molkerei. Und dann werden wir es zurückfahren, werden es abstellen, dass es wieder voll läuft. Und derzeit werden wir dann die dritte und letzte Ladung, was wir Heu lose einsammeln, uns hier holen. Ja, dann kriegt man noch nicht mal das ganze Vorgewende weggesammelt, ne? So, suchen wir mal unseren LKW. Da ist er schon. Wie gesagt, 32.000 Liter Milch sind ja schon drin und dann ist im Kuhstall sind noch mal 139. Wein fehlt Glockenstroh. Also müssten wir ja so mehr oder weniger fast 60.000 kriegen für die Ladung, ne? Müssen wir unbedingt verkaufen, brauchen das Geld. Oh, beim Gras ist hier ein Wachstumsstufe schon drauf, aber oben im Feld wird nichts gewachsen sein, oder? Wie gesagt, wir haben auch nicht unbedingt so die Eile mit dem Heu. Wie gesagt, am nächsten Tag, da wird ja so wie der heutige trocken bleibt. Von daher ist das kein Problem. Und wir werden dann beim dritten Tag Sommer, also Mitte Sommer ist das ja dann. Wir können ja eh erst, wenn Seasons funktioniert, ab dem fünften Tag Sommer ernten. Ne? Wenn nicht, wird es leicht stressig. Wir lassen uns zum Sonntag ja nicht stressen. Eigentlich wäre meine Wachstumsstufe hier bei Mais und bei Soja viel wichtiger. Und sonst könnte es wirklich schlecht aussehen. Dass wir das nicht mehr abkriegen. Wenn wir es ja theoretisch immer noch ansehen könnten, ne? Wenn ich hier auf den Kalender gucke, auf den Seasons-Kalender, muss ich auch schon hingucken, richtig. Könnt ihr immer noch Soja und Mais immer noch ansehen. So, Gelduhr rennt, rennt, rennt. Doppelt so schnell wie der Tank leer wird, fast doppelt so schnell. Und 63.282. Nicht schlecht, wir müssen weiter Milch verkaufen. So schön erntereife Felder hier, sieht richtig gut aus. Nur halt die Flecken da drin, das ist nicht so schön. So, wie gesagt, den stellen wir jetzt wieder unter hier. Bei den Kühen, dass er voll wird. Dann fahren wir die Ladung Stroh zurück und dann fahren wir die nächste Ladung Milch. Da werden wir schon überall ein bisschen vorwärts kommen. So, hier können wir nochmal den Deckel aufmachen, dass er nochmal auskippt.
glaube, ich hätte andersrum tappen sollen. Und dann kommt ja gleich der LKW, ja? Hm, klar. So, hier. Ladewagen an, Tempomat rein. Rechts ist Gas und dann geht's vorwärts hier. Was liegen geblieben. Wie Zeit muss sein, wir nehmen alles mit. Den müssen wir eh mal vorwärts und rückwärts fahren. Ja, das ist ja nicht so richtig kriegt, der Schwader. Ladewagen, da sammelt es auf und passt das schon wieder. So, da kriegen wir schon mal wieder nicht alles mit. Ja, dann haben wir schon 45.000 drin. Viel mehr, also sehr viel wird nicht mehr reingehen. Wir sind ja schon bei 82%. Ja, da können wir dann eigentlich gleich hier mit der Presse zurückkommen. Ne? Brauchen wir einen LKW zum Einsammeln? Hm, haben wir keinen. Einer fährt Milch, der andere fährt Silage. Naja, das werden wir auch organisiert kriegen. So, voll. So, gucken wir mal, wie voll das jetzt wird. Also reingehen müsste es auf alle Fälle. Wir würden noch reinkriegen 13.000 Liter. Die holen wir nicht mehr. Das ersparen wir uns. Dann hat der Ladewagen erstmal wieder Feierabend. Hängen wir hier die Presse an. Wenn wir den Ladewagen überhaupt hier drunter gezirkelt kriegen. Oh oh.
Aber lass mal einfach so ein bisschen schräg stehen. Was? So, an der Presse hat man ja hinten, genau, hat man ja den Dreifachableger dran. Das sieht soweit auch gut aus. Kommt der mit? Ja, der hängt dran. Und wer das eingepackt hat. So, wir fahren gleich mal hier lang, dass wir gleich nochmal einen LKW wechseln können. Ich dachte aber eigentlich, ach, da unten ist der Ballenzähler. Ich habe jetzt einen Ballenzähler oben gesucht. Auf dem PC ist der, glaube ich, dann oben hier im F1-Menü sozusagen. Weil den würde ich eigentlich gerne zurücksetzen. Zack, damit wir sehen, wie viele Ballen wir ungefähr gepresst haben dann. Ich denke mal, wenn wir so, wenn wir einen Ballen pro Ingame-Tag, mehr werden wir nicht brauchen, weil die Schafe, wird man so Schafe, wir haben mehr. Dann bräuchten wir ja theoretisch für eine Saison bei 6 Tagen Seasons bräuchten wir ja bis 24 Ballen. Also können eigentlich so, wenn wir 50 Ballen pressen, reicht's für Seasons Jahre. Gucken wir mal, wie viel dann noch. Also eigentlich könnten wir vorne das alles pressen. Vorne mein Pressstück, was wir nicht mehr helfen fahren lassen können. Erstmal pressen wir das im Vorgewendelicht ringsrum weg. Und dann pressen wir unten die Gieße alles. Und dann gucken wir, wie viele Ballen das sind. Dann wird man sozusagen aus dem ganzen Stück, was dann gepflügt ist, da wird man alle Strohpellets draus machen. Denke ich mal, das wird auch richtig Geld geben dann nochmal. So, ja, nochmal. Was macht der Milchpreis? Der ist hoffentlich geblieben. 79 passt noch. Das sieht soweit noch alles gut aus. So, und Milch ist jetzt noch drin bei den Kühen, also ziemlich genau 109.000, das heißt, wir würden noch dreimal fahren können. Wir würden noch mal 180.000 verdienen können. Was sollen wir denn mit dem ganzen Geld machen? Einige werden sagen, gibt denn kein Geld, da kauft noch mehr Land, ne? So, nochmal Milch aufladen. LKW können wir natürlich ausmachen. Wo fahren wir jetzt verschreckt lang? Am besten, wir haben das eingesammelt, wir fahren hier rum.
So, dann machen wir ganz viel Spaß mal hier ausklappen. Eigentlich nicht verkehrt. Wenn man das in einen ausgeklappten Zustand in die Garage reinfährt, klappt es dann drinnen zusammen. Jetzt gerade drin, ne? Das erste, was rauskommt, ist natürlich immer der Strohballen. So, hier sind die Heuballen wieder recht grün, ne? Nicht mehr so siesensstrohartig. So, eins war natürlich dann der Strohballen, ne? Den müssen wir gedanklich abziehen von den gepressten. Aber das werden wir schon hinkriegen. Wo auch hier gilt, wir wollen alles mitnehmen. Ich hier euch mal die Schlangenlinien übers Feld fahren. So, dann werden wir hier gleich noch runterwärts fahren, waldlang das Stück. Da haben wir schon 8 Ballen gepresst. Ich glaube, das Stück hier müssen wir gar nicht alles pressen. Oder wir pressen es einfach und lagern das ein. Ich möchte ja meinen, dass wir oben an unserem Grasfeld 2 Reihen liegen haben, da kriegen wir auch reichlich Ballen raus. Mal am Bildschirm geguckt hier. Weil mit Entsetzen festgestellt, wir auch schon so bei 19 Minuten sind. Also die Zeit fliegt irgendwie. Bis vor pressen wir noch und drüben das Stück an der Seite, die Bucht, pressen wir auch noch die eine Reihe. Das machen wir auf jeden Fall. So, dann würde ich auch sagen, dann haben wir unsere Sonntagsschicht geschafft.
Montag machen wir ja weiter. Gleich eigentlich mit Milch verkaufen. Dann noch einen Rest, schönen Restsonntag. Dann vielleicht bis Montag. Bis dahin und tschüss.